Ja, wir wollen uns heute unterhalten über den unvermeidlichen Fehler bei der Lösung linearer Gleichungssysteme. Und ja, wir werden sehen, dass wir dazu zunächst mal eine Norm für Matrizen brauchen, eine vernünftige Norm für Matrizen. Und weil das in der linearen Algebra nicht unbedingt immer gemacht ist, möchte ich das einmal hier motivieren zum Anfang und auch einige Matrixnormen definieren und ausrechnen. Zunächst mal sei in diesem Kapitel jetzt immer erstmal A eine Matrix. Ich lasse erstmal allgemein zu, eine N kreuz M Matrix. Und für uns steht das immer für eine Abbildung vom R hoch M in den R hoch N. Im Lernskript werden Sie sehen, da ist es allgemein mit Vektorraumabbildungen gemacht. Ich werde mich hier wirklich auf Matrizen beschränken und das wird auch das Einzige sein, wo wir es am Ende tatsächlich für brauchen werden. Okay, wie ist die Situation bei der Lösung von linearen Gleichungssystemen? Naja, zunächst mal, wir brauchen invertierbare Matrizen. Das heißt also, sei zunächst mal eine Kurzmatrix invertierbar. Wir wollen lösen das Gleichungssystem AX gleich B. Statt A steht uns nur eine Näherung A Schlange und das ist A plus DA zur Verfügung. Statt B steht uns nur eine Näherung B Schlange, nämlich gleich B plus DB zur Verfügung. Das ist genau das, was wir im letzten Abschnitt gemacht haben, mit genau denselben Bezeichnungen. Okay, das heißt also, wir kennen A und B nicht. Das Einzige, was wir machen, ist, können das falsche Gleichungssystem A-Schlange, X-Schlange gleich B-Schlange ausrechnen. Und X-Schlange ist jetzt praktisch für uns eine Näherung für die echte Lösung X. Und wir setzen sofort das X-Schlange gleich X plus DX. Das heißt, DX ist die Abweichung zwischen X-Schlange und X. Gut, wie haben wir beim letzten Mal den Fehler definiert? Wir haben immer angeschaut den relativen Fehler. Das heißt, uns interessiert der Fehler Norm dx durch Norm x. Schon mal hier eine kleine Warnung. Mit Norm meine ich hier nicht notwendig die 2-Norm. Also ich glaube, in der Analysis 2, da steht zum Beispiel im Forster ganz am Anfang, direkt auf den ersten 4 Seiten, ja, es gibt unwahrscheinlich viele Normen. Die werden auch eingeführt, insbesondere die Supremumsnormen, die wir nachher nochmal sehen werden. Aber es steht auch dabei, ab jetzt machen wir immer die euklidische Norm. Und das ist für uns ein bisschen anders. Also für uns sind die Normen tatsächlich wichtig. Es ist wichtig, welche Normen wir benutzen. Und das heißt, ich werde im Folgenden oder später immer sagen müssen, welche Norm ich denn jetzt hier eigentlich meine. Und insbesondere in den nächsten beiden Abschnitten wird das der Fall sein. Okay, wie kann man jetzt vernünftig eine Matrixnorm definieren? Na gut, also eine Matrixnorm besteht aus Zahlen. Und was macht man zum Beispiel für die euklidische Norm für Vektoren? Naja, man nimmt alle Einträge des Vektors zum Quadrat, summiert das, zieht daraus die Wurzel und das ist es. Gut, okay, das können wir natürlich auch machen für eine Matrix. Das heißt also, die einfachste Definition einer Norm wäre wahrscheinlich sowas wie hier vorne: Summe der Beträge der Matrix hoch p, sag ich mal hier. Das Ganze hoch 1 durch p würde uns die p-Norm liefern. Für p gleich 2 hätte man hier sowas wie die euklidische Norm für Matrizen. Und der typische Name oder der übliche Name für diese Art für diese Norm mit p gleich 2 ist die Frobenius-Norm. Der Vorteil ist, das kann man sehr schön einfach und sehr schnell ausrechnen. Wir werden nachher sehen, diese Matrix hat einen großen Nachteil und diese Norm hat einen großen Nachteil. Und wir werden deshalb die Norm etwas anders definieren, aber das wird sehr, sehr viel schwieriger auszurechnen sein. Das heißt, wir bezahlen so ein bisschen dafür. Ich möchte jetzt die Norm motivieren, die wir tatsächlich nutzen wollen. Und zwar nehmen wir für einen Augenblick mal an, dass das dA gleich 0 ist. Das heißt, also, wir kennen die Matrix mal für einen Augenblick exakt und wir haben nur einen Fehler in B. Okay, gut. Also hier oben war ja A Schlange gleich A plus dA. Das heißt, wenn der Fehler von A gleich 0 ist, dann ist natürlich A Schlange gleich A. Und ich habe das Gleichungssystem dann hier vorne A Schlange X Schlange gleich B Schlange. Naja, das wird einfach zu A mal X Schlange
gleich B-Schlange. Das heißt, wir können sofort sagen, dass X-Schlange ist auch minus 1 mal B-Schlange. Okay, gut. Was ist dann mit dem dx? Naja, das dx ist nichts anderes als x-Schlange minus x. Und das ist nichts anderes als a hoch minus 1b-Schlange minus a hoch minus 1b. Na, wenn wir das da einsetzen, stellen wir gerade fest, das ist nichts anderes als a hoch minus 1 mal db. Okay, diese Norm von dx, die tauchte ja hier vorne im relativen Fehler auf und die möchte ich gerne nach oben abschätzen. Das ist ja immer unser Wunsch, also das ist unser Ziel, wenn wir den Fehler betrachten. Und das heißt, ich habe ja Norm dx, das ist dasselbe wie Norm a hoch minus 1 db. Ja, und dieses Norm a hoch minus 1 db möchte ich jetzt gerne nach oben abschätzen. Und das würde ich vielleicht gerne tun als Norm a hoch minus 1 mal die Norm von db. Das wäre optimal, ja, dann hätte ich hier eine Abschätzung und ich könnte jetzt damit weiterrechnen. Das heißt, eine gute Idee wäre es, diese Norm von a hoch minus 1 so zu definieren, dass für alle Vektoren db gilt, die Norm von a hoch minus 1 db geteilt durch die Norm von db ist kleiner gleich Norm a hoch minus 1. Ja, das ist genau dasselbe wie oben, nur geteilt durch db für alle db ungleich 0. Okay, gut, also das hätten wir gerne. Wir hätten also gerne, dass das Norm a hoch minus 1 eine obere Schranke ist für diesen Ausdruck hier vorne und das natürlich für alle db ungleich 0. Okay, außerdem möchten wir natürlich, dass diese obere Schranke möglichst klein ist. Ja, denn je kleiner das ist, umso besser wird unsere Abschätzung hier vorne, die wir da haben. Das heißt also, es ist naheliegend, diese Norm von A für eine allgemeine Matrix A jetzt zu definieren als das Supremum von AY durch Norm Y für alle Y ungleich 0. Das ist genau das, was wir hier vorne stehen haben, nur jetzt in Termen von A und Y aufgeschrieben. Okay, gut, also das macht jetzt irgendwie Sinn, das können wir uns vorstellen, dass das vernünftig ist. Noch eine kleine Anmerkung, ich habe jetzt mal angenommen hier, dass n gleich m ist, falls m nicht gleich n ist, naja, dann haben wir natürlich hier eine Abbildung, das y kommt aus dem r hoch m, das a y liegt im r hoch n, das heißt also, dann hätten wir hier unten eine Norm im r hoch m und hier oben hätten wir eine Norm im r hoch n. Gut, das war jetzt nicht so clever. Schauen wir mal. Okay, so. Jetzt wollen wir das noch einmal ein bisschen umschreiben, weil manchmal ist diese Formulierung nicht so günstig. Und manchmal möchte man eine etwas andere Formulierung, einfachere Formulierung haben. Und dazu machen wir Folgendes. Wir ziehen dieses Norm y hier vorne. Das ziehen wir einfach hier oben in die Norm mit rein. Dann ist das Norm ay durch Norm y. Das ist dasselbe wie die Norm von a mal y durch Norm y und denken Sie daran, das ist vernünftig, weil y ungleich 0 ist. Okay, schauen wir uns das hier an. Dieses y durch Norm y, naja, das ist ein Vektor, der hat immer Norm 1, den ich hier vorne einsetze. Das heißt also, ich kann genauso gut dieses Supremum hier vorne, da kann ich mich gleich auf die Vektoren mit Norm gleich 1 beschränken. Das Supremum ist genau dasselbe. Das heißt, eine etwas einfachere Formulierung in manchen Situationen ist, das hier ist genau dasselbe wie das Supremum Norm y gleich 1, Norm ay. Ja? Okay, gut. Das heißt also, wir haben hier zwei Formulierungen für dieses Norm a und das ist unsere Definition, die wir nutzen wollen. Schon mal direkt eine Warnung. Diese Matrixnorm, die wir hier definiert haben, hängt tatsächlich natürlich jetzt von der Vektorraumnorm ab. Ja, das heißt also, hier steht Norm ay durch Norm y. Das sind Normen in unserem Vektorraum. Die müssen wir abschätzen. Darüber müssen wir das Supremum bilden. Und das heißt also, diese Vektorraum, diese Matrixnorm, die wir hier haben, hängt ab von unserer Vektorraumnorm. Wir bekommen also tatsächlich auch für jede Vektorraumnorm eine andere Matrixnorm. Okay, im Skript finden Sie den Satz, Norm A ist tatsächlich eine Norm auf dem Vektorraum der Matrizen, beziehungsweise da steht auf dem Vektorraum der Abbildung. Oh, das Matrizen ist doppelt, das lassen wir weg. Und dieses Norm A heißt induzierte Matrixnorm. Und immer dann, wenn ich von Norm einer Matrix spreche, meine ich tatsächlich diese induzierte Matrixnorm, die von einer Vektorraumnorm kommt. Welche Vektorraumnorm das ist, muss ich dann natürlich dazu sagen.
Okay, was muss man tun, um das zu beweisen? Man muss eigentlich zwei Sachen tun. Man muss natürlich die Normeigenschaften nachrechnen. Das ist ja einfach, das spare ich mir hier. Vielleicht machen wir das in den Übungen. Aber was man eigentlich tun muss, was nicht ganz so einfach ist, ist zu zeigen, dass dieses Supremum, das wir da definiert haben, dass das überhaupt vernünftig ist, dass das also endlich ist tatsächlich. Und ich möchte das hier jetzt nicht beweisen. Im Skript finden Sie einen Beweis, der allerdings einen Satz benutzt, den Sie vielleicht nicht kennen. Im Wesentlichen, ich werde hier nachher für die Unendlich-Norm ganz konkret nachweisen, dass dieses Supremum tatsächlich existiert. Für die euklidische Norm werde ich das auch tun. Und ich behaupte einfach, ja, für jede Norm gibt es ist dieses Supremum tatsächlich existent. Das ist also kleiner als unendlich. Okay, welche angenehmen Eigenschaften hat diese Norm? Zunächst mal die Eigenschaft, dass Norm AY ist kleiner gleich Norm A mal Norm Y. Das ist klar, denn genauso haben wir das ja gerade hergeleitet. Ja? Das haben wir gerade so gemacht, dass das hier wirklich stimmt. Dann für zwei Matrizen A und B gilt, dass die Norm von AB kleiner gleich der Norm von A mal der Norm von B ist. Und das kann man so sehen, und ich mache das deshalb, damit wir hier mal einmal die Definition auch ausnutzen. Die Norm AB können wir schreiben als das Supremum über alle Norm Y gleich 1, alle Y mit Norm Y gleich 1, Norm ABY. Das ist kleiner gleich dem Supremum Norm Y gleich 1, Norm A mal Norm BY. Und da habe ich hier vorne diese erste Ungleichung verwendet. Naja, jetzt gilt aber die Norm von BY. Die ist auch kleiner gleich der Norm von B mal der Norm von Y. Ja? Da wende ich das hier oben nochmal an. Und dann ist das kleiner gleich dem Supremum, Norm Y gleich 1, Norm A mal Norm B mal Norm Y. Naja, und das Supremum über Norm Y gleich 1, Norm Y ist offensichtlich 1. Das heißt, das, was hier steht, ist nichts anderes als Norm A mal Norm B. Okay, das heißt also, wir haben als zweite wichtige Eigenschaft tatsächlich Norm AB ist kleiner gleich Norm A mal Norm B. Okay, das ist eine schöne mathematische Definition. Trotzdem haben wir ein Problem, denn wir wollen ja tatsächlich anwenden. Und das heißt, ich gebe Ihnen jetzt eine Matrix, ich gebe Ihnen eine Norm und Sie sollen die Norm dieser Matrix, also eine Vektorraumnorm, und Sie sollen dann die Norm dieser Matrix ausrechnen. Naja, Sie können natürlich dann das Supremum, diese Supremumsdefinition da oben hinschreiben, aber zunächst mal hilft Ihnen das nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, wir brauchen konkrete Algorithmen oder eine konkrete Technik, wie man denn die Norm einer solchen Matrix dann tatsächlich ausrechnet, und das werden wir an zwei Beispielen machen. Entscheidend ist immer das Folgende. Naja, also wir müssen diese Eigenschaften und diese Definition, die wir oben hatten, die müssen wir nachrechnen. Das heißt also, es muss gelten, erstmal, naja, das Norm A soll das Supremum sein über alle Norm AY durch Norm Y. Das heißt also, natürlich soll für alle Y ungleich 0 gelten, Norm AY geteilt durch Norm Y ist kleiner gleich Norm A. Erste Bedingung. Und dann soll das natürlich die kleinste obere Schranke sein. Naja, und man zeigt tatsächlich sofort, dieses Supremum wird wirklich auch angenommen. Das heißt also, wenn wir zeigen können, dass es ein Y quer gibt mit Norm AY quer durch Norm Y quer gleich Norm A, dann gibt es natürlich kein kleineres Norm A, das das hier vorne noch erfüllen kann. Das heißt also, wenn diese beiden Bedingungen hier vorne erfüllt sind, dann haben wir tatsächlich die richtige Norm von A gefunden. Alternativ habe ich Ihnen hier vorne nochmal aufgeschrieben, wenn wir die andere Definition oder die alternative Definition der Matrixnorm benutzen, können wir natürlich auch das hier einfach nehmen. Ja, für alle Y mit Norm Y gleich 1 muss Norm AY kleiner gleich der Norm von A sein. Und es muss ein Y quer geben mit Norm Y quer gleich 1 mit Norm AY quer gleich A, würde bedeuten, also diese Ungleichung hier vorne wird an einer Stelle tatsächlich wirklich zu einem gleich. Okay. Gut, und dann wollen wir uns anschauen, die Matrixnorm zu der 1-Vektorraumnorm.